Ich hab es auf einmal irgendwie gespürt. Ich saß vor meinem Laptop und war gar nicht inspiriert. Und hab irgendwie nutzlos in der Gegend rumgestiert. Und dann hab ich das kleine Auge registriert, das mich die ganze Zeit anschaut. Ich hab mich nicht mehr wohlgefühlt in meiner Haut. Ich wusste, da sieht mich ein Mann aus meiner Laptop-Webcam an. Ich hab es wirklich erst in dem Moment gecheckt. Er hat sich irgendwie in mein System gehackt. Und jetzt, so wie es aussieht, sogar wenn ich offline bleibe, zieht er alles, was ich schreibe. Hier, Arschloch, für dich. Familienvater auf Hartz IV. Trink doch noch einen Schnaps und trink auch noch ein Bier. Das Leben ist so grau, sauf es blau. Prost, du alte Sau. Er schaut mich reaktionslos an, der Laptop-Webcam-Mann. Der Laptop-Webcam-Mann. Ob ich ne legal gekaufte Pipi-Langstrumpf-DVD oder raubkopierte, wie ein verseuchter Arschfick-Porno seh. Er schaut mir mit der gleichen stumpfen Miene ins Gesicht. Gestapo, Stasi, Scheiß-Spion, ich mag dich nicht. Ob ich beim Liebe machen oben oder unten liege oder hingegeben zärtlich meinen Bauch gestreichelt kriege. Komm, ist der Laptop aufgeklappt, er glotzt mich an. Er kann sein Auge drehen und sehr weit sehen, der Laptop-Webcam-Mann. Er schaut mich gerade an, der Laptop-Webcam-Mann. Werde ich extra mal für ihn, bis Blut kommt, in der Nase bohren. Wenn er dann immer noch nicht genug hat, bohr ich mir auch noch in den Ohren und schmier es ihm auf seine gottverdammte Kamera. Na du Freak, wo bist du jetzt noch da? Ich wünschte, dass dich heute noch jemand ordentlich versohlt. Und dann hab ich aus Hass noch meinen Pimmel rausgeholt und ihm so richtig auf seine Scheißkamera gepisst. Ich hoffe, dass ihm das eine Lehre gewesen ist. Ganz egal, wenn ich jetzt nicht mehr skypen kann. Tod dem Laptop-Webcam-Mann. Tod dem Laptop-Webcam-Mann. Tod dem Laptop-Webcam-Mann. Yeah.